Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mit dem Spritpreis hier erzählt habe. Habe ich das schon? Haltet euch fest. Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Und wenn, dann erzähle ich das halt nochmal. Dann erzähle ich das halt nochmal, wie ich das immer auch schon so mache. Setzt euch hin. Haltet euch fest. Ihr müsst euch mal festhalten. Also in Deutschland regt man sich auf, wenn der Spritpreis 2,10 Euro kostet oder noch mehr. Aber das habt ihr aber hier noch gar nicht erlebt. Hier haben wir original Benzin. Kostet an dem Tag, wo wir es gesehen haben, der Liter 2,65 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist hart. Aber als pflichtbewusster Deutscher habe ich natürlich auch hier gemeckert. Ne? Und werde auch in Zukunft in Deutschland weiter meckern über die Spritpreise. Am Hotel angekommen. Das Phantasia Hotel. Also, das kann man jetzt so ein bisschen lesen. Und war jetzt hier auch, also hier wird auf jeden Fall Musik gespielt. Werde ich das hier jetzt gleich euch alles ohne Ton zeigen. Aber erstmal muss ich kacken wie ein Iltis. Es drückt, Entschuldigung, aber es drückt so dermaßen. Was ist denn? Es gibt Sachen, die interessiert die Menschheit nicht. Mein Stuhlgang wird schon den einen oder anderen schon interessieren. Nein. Es sei mal nicht so spießbürgerlich, ja? Ja doch, weil du einfach ein Schwein bist. Dann hat sie recht. Ich habe jetzt ja keine Probleme mit der Musik, aber wir haben uns irgendwie seit den 10 Tagen irgendwie nur von Pina Colada an der Darms. Vor Pina Colada. Vor Pina Colada, yes. Er macht die beste Pina Colada, die weltbeste.
Wolfi. Ja. Wann müsst ihr morgen früh aufstehen? Um 5.30 Uhr. Da schlafe ich noch. Mitten in der Nacht. Ciao, ciao. Das ist ja, richtig toll. Aber ihr seid auf jeden Fall zu Hause. Ja, vielleicht. Oder wir sehen uns wieder noch am Flughafen. Schauen wir mal, wie es bei Tui morgen so aussieht. Ja. Ja, ob sie Bock haben. Oder wir sehen uns halt noch mal am Flughafen. Dann können wir noch mal eine rauchen. Oh Mann. Ja. Ja, Mensch. So, dann sage ich schon mal tschüss. Tschüss. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben uns heute versammelt. Heute ist unser letzter Tag. Heute ist die Abreise. Also heute zumindest. Wir haben auch Sachen gepackt. Wir haben nämlich sehr gut eine Tasche ergaunert. Tommy Hilfiger. Strandtasche, ne? Uns wurde gesagt, sie ist original. Mit so einem Zwinkerchen. Koffer sind auch schon soweit. Gepackt. Hier ist schon alles weg. So, hier sind noch meine Tabletten, die muss ich ja noch nehmen. Hier gleich nach dem Frühstück. Ja, und Schatzi? Wie ist das? Also gestern hast du ja noch ein bisschen so schlafen, Kacke. Und wie ist es jetzt deine Meinung dazu, dass du jetzt gestern erfahren hast, dass man hätte sich einen Topper holen können, um die Matratze weicher zu machen? Ich bin seit fünffach, ich will nach Hause. Sicher. Und wir müssen jetzt um 11 auschecken und werden erst um 16 Uhr abgeholt. Ich finde den Fehler. Ja, wer hätte denn die Idee gehabt? Ja. Guck mir nicht so an. Wer hatte die Idee, mitten in der Nacht aufzustehen, hierher zu kommen und jetzt abends wieder zurückzufliegen? Das kann doch nicht mal alles meine Idee sein. Ich war's nicht. Ich kann mir das nicht so vorstellen. Aber na gut. So, ich würde sagen, wir gehen mal zum Frühstück und dann zeige ich euch mal so ein bisschen das Frühstück, weil es sind auch so zu viele Leute und hin und her. Aber ich nehme so ein bisschen was auf, was ich aufnehmen kann. Also sehen wir uns gleich bei der Fütterung. Was ist? Ja. So, hier Besteck auf Mass. Und das ist ein bisschen Müsli und mit Joghurt. Gibt's hier eins für mich, eins für Papa, eins für mich, eins für Papa. ja. Warte, ich zeige euch jetzt mal hier das Essen. So, ich habe euch da jetzt ein bisschen mal das Frühstück da gezeigt, aber es war so ein bisschen was los, deswegen, und gerade, es gibt da ja auch noch Brötchen und kleine Pancakes, aber die Ecke wollte ich jetzt nicht filmen und da war so ein bisschen Trouble, würde ich sagen. Weil hier sprechen die Griechen, um sich zu verständigen, sprechen sie alle ja Englisch. 93, wo ich das letzte Mal hier war, da war das noch so Deutsch. Das hat ein bisschen nachgelassen. Aber okay, passt ja schon, weil mein Englisch ist ja auch. Was ist ihre große Eck? Envoy Free. Mein Medikinet, damit ich sozial kompetenter werde. Beziehungsweise, dass meine Verlobte mich aushält. Ups, Entschuldigung. Ah, Freunde. Die letzten Stunden brechen an vom Urlaub. Wir haben ja schon um 11 das Zimmer abgegeben. Wir haben es jetzt 14.37 Uhr.
um 16.10 Uhr soll der Bus kommen, der uns abholt und der uns zum Flughafen fährt. Wir haben uns ja wieder hier so ein Zimmerchen gemietet. Weil in der Sonne hält das nicht aus, selbst hier im Schatten. Also ich kriege schon Schweißanfälle. Das ist schon echt hart. Also ich muss sagen, es war echt schön hier. Das Hotel hat mir gefallen. Doch, am Anfang war es so, aber ja doch, jetzt mittlerweile kann ich sagen, es war schön. Es war wirklich schön. Und sind wir gerade hier so ein bisschen am rumgammeln. Ja, und dann habe ich hier noch was entdeckt. Die hängen hier so überall irgendwie an den Gestrüppen, keine Ahnung, was das für Tiere sind. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, rein zufällig. Ja, also Julia ist jetzt schon duschen gegangen, also das Zimmer haben wir ja schon abgegeben, aber hier sind ja noch, für draußen sind ja noch Toiletten und Duschen. Wir waren ja noch die ganze Zeit im Pool, haben ja noch ein bisschen rumgeplanscht hier. Und ja. Und jo, so langsam heißt es Abschied nehmen. Ah, herrlich. Also das war wirklich ein schöner Urlaub. Lange. Ja. Lange, so 2 Stunden. Ja, da fand ich mal rauchen gar nichts. Richtig nervig. Und dann der Flug noch Verspätung gehabt um 15 Minuten. Also das weiß ich nicht. Das war richtig nervig hier gerade. Aber gut, wir sollten mit Eurowings fliegen. Eurowings kommt nicht. Wir fliegen jetzt mit einer anderen Maschine. Mal gucken, was das jetzt hier wird. Da bin ich aber auch echt froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Jetzt sitzen wir in irgendeiner Kalano-Maschine. Da steht kein Name dran, über Tobi. No Name. Ich muss mal Helden sein zu Hause ankommen. Ja, das wird spannend. Also auf jeden Fall sehen wir uns dann erst wieder in Hamburg. Viel Glück. Ah, Freunde der schlechten Unterhaltung. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind ja wieder in Deutschland. Also Flug gestern, Katastrophe. Also unser Flug hat eine Stunde Verspätung gehabt und 22 Uhr sollten wir in Hamburg landen, deutsche Zeit. 23 Uhr ist es geworden und dann die Kofferausgabe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Die Koffer, pass auf, da war so ein Bus, der hat uns da abgeholt dann vom Flugzeug da, der hat uns dann zum Gebäude gebracht. Da sind wir ausgestiegen und da mussten wir gefühlt einen Kilometer laufen, ja, weil das Gepäckband Nummer 10 war wohl unseres, ja, und bei 1 hat er uns rausgelassen und das ist Kilometer lang. Naja, und dann mussten wir halt noch ein bisschen warten und hier und da. Und als wir dann endlich die Koffer hatten, dann sind wir endlich raus und dann erstmal eine rauchen. Gefühlt nach 6 Stunden endlich mal wieder eine durchziehen. Und der nächste Schritt, könnt ihr jetzt schon sehen, war McDonald's. Mal wieder richtig schönes Scheißessen reinballern. Das war richtig toll. So, und jetzt sind wir ja wieder zu Hause. Und als allererstes müssen wir erstmal den Tieren Hallo sagen. So, als allererstes sind wir erstmal das Pferdchen. Ne? Das Pferdchen darf ja auch mal. Ne? 10 Tage lang. Er hat es überlebt. Und danach fahren wir zu Odin. Und dann kann ich endlich meinen Wauzi begrüßen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und danach geht's in den Garten und da wird dann erstmal gegrillt. Das wird eine geile Nummer. Bis gleich. So, den Hund haben wir auch wieder. Das habe ich jetzt ja nicht aufgenommen. Ne? Wir waren jetzt nach dem Urlaub jetzt bei Schwiegereltern, haben da jetzt gegrillt. Der Hund war ja da, den haben wir jetzt auch abgeholt. Und
Dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für den Urlaubs-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dato. Das war alles so ein bisschen so ungeplant, könnte man sagen. Aber gut, das Beste draus gemacht. Auf jeden Fall, Grüße. Ich habe da nämlich im Hotel habe ich nämlich so einen kleinen Jungen da kennengelernt, ein bisschen Billard gespielt. Grüße gehen raus, kommt irgendwie aus Nähe Köln. Viele Grüße. Und ich grüße Ronaldo. Pina Colada. 1A. 1A Pina Colada, das hat er gemacht. Beste Barkeeper. Also, gerne den Kanal abonnieren, kommentieren. Ihr kennt das ganze Geschwafel. Also, viel Spaß und noch einen schönen sonnigen Tag. Haut rein. Bye.